Das Idee- und Spielfachgeschäft in Hannovers Grubenstraße verkauft nicht einfach nur, sondern ist inzwischen für seine besonderen Veranstaltungen bekannt. So zum Beispiel der regelmäßig stattfindende Männerabend. Inzwischen zum Kult geworden reisen Männer aus ganz Deutschland nach Hannover, um an diesem einmaligen Erlebnis teilzunehmen. Und wie das aussieht, zeigt Ihnen Rebecca Höchstetter. Eine Ü30-Männerdisco mitten in Hannover City? Auf den ersten Blick mag es vielleicht so aussehen. Doch die Männer stürmen keine Diskothek, sondern das Spielwarengeschäft Idee und Spiel in der Kuchenstraße. Eine Nacht im Spielzeugparadies. Das lässt Männerherzen höher schlagen. Ja, wir haben insgesamt 11 Stationen aufgebaut. Die Männer werden in 4 Gruppen eingeteilt. Und diese 4 Mann kämpfen pro Station um Punkte. Kleines Beispiel, es geht vorne los mit der Carrera-Bahn. Der, der es am besten macht von den 4 Männern, kriegt dann 10 Punkte, der nächste 9, 8 und 7. Also Mann gegen Mann, richtiger Männerkampf hier. Nach 15 Minuten ist Schluss und dann wechseln die ganzen Stationen und es geht zur nächsten Station. 52 Männer im Spielwarengeschäft. Da geht es hoch her. Die Stimmung ist ausgelassen und laut. Hier kann Mann sich endlich mal austoben und wieder zum Kind werden. Ja, das Besondere ist, dass das Kind im Manne endlich mal wieder erwachen kann und die Fantasien ausgelebt werden können. Der schönste Abend in meinem Leben. Ja, diese einmal mit den Kumpels hier sein macht natürlich Spaß und dann diese Abwechslung zwischen ein bisschen Nachdenken, Geschicklichkeitsspiel, ein bisschen Sport, das ist richtig schön. Von Boccia über Hubschrauberfliegen bis hin zu Tipkick. Die Männer brauchen Konzentration, Geschick und Glück. Für jede Station gibt es einen neutralen und erfahrenen Spielleiter, der im Konkurrenzkampf der Männer als beruhigender Vermittler wirkt. Zum Beispiel den Dart-Niedersachsenmeister dabei. Wir haben also einige Profis auch dabei. Es sind sehr viele Studenten und du siehst ja auch von der Spielleiteranzahl. Es sind alle Altersgruppen vertreten. Ne? Und die steigern sich natürlich auch mit rein. Das wirst du ja auch erlebt haben heute Abend. Auch die Spielleiter. Die Begeisterung geht von den Spielleitern rüber zu den Männern und die Begeisterung kommt wiederum zurück von den Männern zu den Spielleitern. Deswegen ist auch diese Riesenstimmung hier. Der Spieleabend war eigentlich als einmaliges Event geplant. Doch nach einem Fernsehbericht ging die Post ab. Die Nachfrage nach einem weiteren Männerabend war gigantisch. Lauter Frauen wollten ihren Männern ein solches Geschenk zum Geburtstag oder zu Weihnachten machen. Das ist entstanden durch die Frauen, weil die Frauen natürlich ein ganz, ganz tolles Geschenk haben für die Männer. Und das ist einfach eine coole Geschichte. Wir befriedigen auf der einen Seite oder machen Frauen glücklich und auf der anderen Seite machen wir Männer glücklich. Also das passt ganz gut. Alle sind glücklich. Das spricht sich natürlich herum. Und so wird der Andrang zu einem Männerabend immer größer. Männer aus ganz Deutschland und sogar aus dem Ausland reisen an, um diese Erfahrung machen zu können. Mittlerweile machen das ja teilweise 3, 4, teilweise 5 Mal in der Woche. Und die Freitag-Samstag-Termine sind jetzt seit September komplett ausgebucht bis Weihnachten. Es ist ein Riesenansturm da. Also hätte ich nie für möglich gehalten. In dem Sinne bin ich richtig stolz, was daraus geworden bin. Heinz Lehmann hat mit seiner Idee eine riesige Welle losgetreten. Spielwarengeschäfte aus ganz Deutschland haben den Männerabend aufgegriffen. Damit hat der Einzelhandel einen neuen Aufhänger, um sich gegen die Konkurrenz aus dem Internet zu behaupten. Heinz Lehmann will sich in Zukunft beinahe ausschließlich auf seine Spiele-Events konzentrieren.